Servus Leute und willkommen zurück zu Urban Empire. Ja, es gab zwei Kommentare auf das Video, halt auf das letzte noch nicht, aber ich nehme gleich am Tag auf, wo der letzte Part vor einer halben Stunde erschienen ist, ungefähr, halt um 18 Uhr, nehme ich gerade auf. Und es gab sozusagen den Kommentar eigentlich, ja, er will sehen, wie weit man es wirklich treiben kann mit der Bevölkerung und so weiter und so fort. Und ich gehe gerne auf diese Wünsche ein. Nur weiß ich noch nicht, wie wir das am besten machen sollen mit, ja, 27 Mille minus. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir zwischendurch Wirtschaftsdelegation nicht vergessen wegzuschicken. Ich würde sagen, wir schicken sie nach Shanghai. 19, 11, 57. Sie regen bei der Gastgeber den Menschenrechte stärker im Blick zu übernehmen. Sie streifen kurz das Thema an. Sie vermeiden das Thema am besten für jeden das Richtige tun. Das haben wir eh schon des Öfteren gemacht. Ups, das war viel gegen die Bevölkerung irgendwie. Okay, Verbot körperliche Züchtigung von Kindern. Hiermit wird der Anregung gestellt, dass die körperliche Züchtigung von Kindern verboten werden soll. Ja, ist ganz klar. Sorry, da brauchen wir gar nicht überlegen. So. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Halt, irgendwie glaube ich zwar nicht, dass wir an Kohle kommen. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir da ein bisschen noch Geld einnehmen. Hey, heute geht das Scrollen wieder. Cool. Durchsetzen, Verbot brutaler Videospiele, Verbot optioner Comics. Wir könnten noch schauen, dass wir die Besteuerung irgendwo anheben. Was hätten wir denn da? Wir haben da 30%. Nehmen wir 1% bei den Unternehmensanteilen, 1% Gewerbesteuer. Dann nehmen wir 1% der Mittelschicht. Wir nehmen einfach, probieren einfach jeden 1% circa wegzunehmen. Dann kommen wir auf ein Plus von 300.000. Die sind jetzt wahrscheinlich alle immer dafür. Nur das Problem werden wir haben nachher. So auf kurz oder lang hinauslaufen, dass wir bei den Bürgermeisterwahlen nicht mehr gewinnen. Und dann ist es sowieso vorbei, halt, dann kann ich nichts mehr machen. Wir können höchstens probieren, hier sehen wir schon die Mörderstadt, halt, wie sie sich entwickelt. Da schaut es ja nicht einmal so schlecht aus. Aber ich glaube halt, dass sich das mit den anderen Sachen ziemlich negativ entwickeln wird. Wir müssen schauen, dass wir es irgendwie hinbekommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ganz genau. Aber ich hoffe, dass wir zumindest jetzt einmal 200.000, ich hoffe, das bleibt dort oben. Na, das hat nicht gereicht, die Besteuerung. Wir kommen zwar jetzt nicht mehr so mörder ins Minus. Ehrenmitgliedschaft. Die Mitglieder der Partei des Warens halten sie für einen großartigen Politiker und möchten ihnen die Ehrenmitgliedschaft in der Partei verleihen. Ja, sie willigen ein. Eine Ehrenmitgliedschaft kann man immer nehmen. Das wird doch keinen anderen stören. So 200.000 plus, 30.000 minus. Gehen wir noch mal hinein. Wir brauchen noch ein bisschen Besteuerung. Wir werden jeden noch 1% abknöpfen. Und wir werden schauen, dass wir die jetzt, bevor wir da großartig auf... Wir kriegen das nicht mehr durch. Wir probieren es einfach. Mehr als das nicht durchgeht, kann nicht passieren. Das Problem ist, dass wir jetzt gerade so großartig gut dagestanden sind. Deswegen ist es nicht durchgegangen. Ja, und die Wahl werden wir nicht gegen die Schönheit, werden wir sie nicht gewinnen, vermute ich. Das werden wir nachher mit den Prestigepunkten machen müssen. So, erfolgreiches Geschäft in Kilbau. Sie überreichen den Besitzer einen Ehrenpreis. Machen wir einen Ehrenpreis. Dieses Mal. Ja, das kriegen wir diesmal nicht durch. Lassen wir es einfach abstimmen, können wir eh nichts machen dagegen. Das Problem ist, wir müssen schauen, wenn wir in Minus sind, dass wir die Umfrage starten. Weil dann geht's, sobald wir im Plus sind, geht's nicht. Ich bezweifle aber, dass wir das irgendwie halten können. So, Plus. So, die Reise von Shanghai ist zurückgekehrt. Dann nehmen wir Oxford jetzt her, 6, 11... Elektronikbranche nix, 12, 21, Werbebranche. Sie entscheiden sich für ein Pitch-Veranstaltung, Risikokapitalgeber. So, 150, wenn es da jetzt zum Beispiel gewesen wäre, könnte ich es machen zum Beispiel. Da geht die Besteuerung 100%ig durch. Und jetzt kommt diese Wahnsinnsabstimmung. Hahaha.
Wir probieren. Hey, bei denen habe ich doch was. Wir lassen es einfach abstimmen. Oh mein Gott, oh mein Gott. 270 Punkte. Das bedeutet, diesmal sind wir noch durchkommen. Beim nächsten Mal werden wir Probleme kriegen. Ah, ja, so ist das. Ich kann mir es aber nicht vorstellen, dass wir das irgendwie jetzt gerade hinreißen können. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es machen soll. Wir stehen meiner Meinung nach jetzt gerade ziemlich an. Wir können halt irgendwo Sachen bauen, weil wir könnten Sachen für unser Geld bauen, aber dann sind die Einnahmen halt die Ausgaben wieder höher und. Weil ihr seht, hier müssten wir investieren. Wir müssten vor allem in Spaß investieren und in Herzen investieren. Ihr könnt ja mal schauen, wenn ich da jetzt sage, keine Ahnung, nehmen wir hier dieses Gebiet hier, das ist ziemlich in der Mitte, Bezirk verändern. Das bleibt alles gleich, das bleibt alles gleich. Und würde dann Herze und Spaß brauchen. Ihr könnt natürlich eine Kirche bauen, die bringt immer alles. Aber Herze und Spaß. Das wäre Theater, wäre nicht schlecht. Großer Park wäre vielleicht auch noch interessant. Ja, wir werden ein Theater bauen nochmal. Das kann ich mir nicht selber kaufen. Das kostet 750.000. Laute Partys in Blackfield bis 22 Uhr. Das schauen wir uns mal private Dateien. Sie verstecken den Laptop und behalten es für sich. Genau, das brauchen wir unbedingt. Ich glaube zwar nicht, dass wir bis 2050 oder sowas überleben werden. Außer es. Wird jetzt wirklich so, läuft jetzt wirklich so hin, dass wir das irgendwie hinbekommen mit der Kohle. Was aber jetzt zurzeit nicht der Fall ist. Hey, das kriegen wir sogar durch. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, ist zwar eine knappe Sache geworden. Aber dadurch sind wir gleich um einiges gestiegen. Wir werden jetzt brauchen noch einiges an Herzen. Da könnte ich eigentlich den Dienstleistungsbereich erhöhen. Das kostet mich zwar einen Haufen Kohle, aber das muss ich unbedingt machen. Und Verbot elterlicher Gewalt. Das wollen wir doch alle, da brauchen wir gar nicht weit überlegen. Aber 107 Prestigepunkte nur. Das wird ziemlich eine knappe Partie bei der nächsten Wahl werden. Und ich glaube halt, dass ich so nicht durchkommen werde. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt das Geld investieren soll. Dass ich oder eben halt mein Privatvermögen 30 Mille im Minus und das geht immer weiter rauf. So, die sind auch schon wieder zurück. Dann kommt jetzt mal 21,44 Schuhe. Machen wir es da gleich hin. Sie planen Parallelveranstaltungen. Zack. Ich lese es gerade gar nicht mehr durch, weil das ist immer das Gleiche, wie wir es eh die letzten Male gehabt haben. Erfolgreiches Geschäft in Hackthrone. Wir empfehlen es den Freunden weiter. Aber es bringt nicht so viel Kohle, dass ich sage, okay, cool, ja, wir haben es geschafft. Scheiß 400.000 Minus. Wieso schwankt das so extrem? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, wo ich jetzt sagen, okay, ja, wir bauen da jetzt einfach was. Wir scheißen drauf. Hiermit wird der Antrag gestellt, dass Regierung mit Hilfe von Steuergeldern einen Fonds zur Unterstützung von Arbeitslosen bereitstellen. Zu unterstützen. Ja, machen wir. Arbeitslosenhilfe kann man machen. Zumindest bei Arbeitslosen, die irgendwie in unverschuldet dort reingekommen sind. So, da ist alles erledigt. Wir fangen dann mal ganz unten. Die selbstfahrende Stadtbahn will ich nicht. Das intelligente Netz kostet, oh, das kostet 1 Million. 1000k, wie viel kostet das? 1,5k. Schnelles Internet für die 900k. Ich will jetzt schauen, nämlich gerade, was ich mir selber leisten kann, sozusagen von meinem eigenen Geld. Das zum Beispiel. So. Privatvermögen. Zack. Wir müssen ein bisschen unser Privatvermögen einschalten, dass ich da weiter irgendwie Verbesserungen machen kann. Weil wir kriegen es im Stadtrat.
Könnten natürlich probieren, immer jetzt 1% wieder. .000 wären das noch einmal. Probieren wir es durchzubekommen. Ohne dem werden wir ziemliche Probleme haben. Das ist jetzt gerade so, muss man ehrlich sagen, die Gleichbehandlung ist gar nicht abgeschlossen worden, oder? Oh ja, das ist fertig. Es wird nur oben angezeigt, weil sozusagen noch ein, ja. Das finde ich jetzt ein bisschen kacke, dass es dort oben angezeigt wird. Aber ich habe unten ja alle abgeschlossen. Ich schaue nochmal kurz alle durch. Genau, wir haben alles abgeschlossen. Natürlich werden die nächsten Ziele hier noch irgendwas. Umfangreiches Schulsystem in ihrem Stadt muss alle Art von Bildungsgebäude stehen. Das sind ein Haufen Dinge, was man da noch erfüllen muss, dass man die anderen sozusagen Siegsvorschritten erreicht, wo ich nicht glaube, sie fragen sich, was sie besser machen können, genau. Aber ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Das ist wirklich das Problem, was jetzt ist, dass wir keine Kohle haben dafür. So 21 sind dafür, das müsste sich dann ausgehen, dass wir mehr Geld bekommen. Wieder 300.000 noch mehr. Das macht sich natürlich jetzt bemerkbar bei den Negativsachen. Und bei den Positiven geht es natürlich noch mehr hinauf. Aber wenn es mir rein, jetzt haben wir 300.000, es geht noch immer 200.000 ins Minus. Teilweise. Sydney ist zurückgekehrt. So, nächste. Machen wir Sendai. 6, 20, 2, 12, 5 Sportartikel. So, dann waren das mit den 20. Nämlich, das war der Haltungselektronik. Wir geben ihnen jetzt die Tonwaren. Letztes Mal haben wir ihnen den Helm gegeben. Bin gespannt, ob ich noch irgendwo nochmal runterkomme. Vom Minus. Ah, jetzt sind wir gerade ein bisschen im Plus geblieben. Ich will es aber nicht verschreien. Wir haben halt doch einiges. Die Grünen haben wieder die Wahl gewonnen. Den NCMA ist sehr nahe. So, das schaut eigentlich ganz gut aus, dass wir das noch weiterhin machen. Wieder 200.000 Minus. Ich überlege jetzt gerade noch einmal, wenn er jetzt noch einmal ins Minus geht, gewaltig. Noch einmal die Steuern anzuheben. Vielleicht kriegen wir es dann noch einmal durch. Nur wenn er so ins 300.000 ins Minus geht oder sowas. Davor zahlt es sich eigentlich nicht aus. So, Stadtrat. Zack. Besteuerung. Und das ist von jedem noch einmal 1%. Und wir machen das jetzt einfach so langsam, bis wir auf dem maximalen Steuersatz sind. Weil ich glaube nicht, dass wir sonst irgendwie in der Stadt großartig noch irgendwelche Chancen haben werden, da was zu bauen können. Ohne diesen großen Finanzschub. Die Wahl steht natürlich davor, das ist schlecht. Weil die Wahl ist jetzt. Die Wahl gewinnen wir mit Leichtigkeit, da brauchen wir nicht einmal was einsetzen. Das ist gut, weil dadurch sparen wir wieder Prestigepunkte. Und können somit schön weitermachen, ohne irgendwelche großartigen Probleme. Ihr seht, wir kommen jetzt beim, da wir ja nur vorspulen müssen, blöd genommen, ich kann euch nicht wirklich viel mehr zeigen, kommen wir eigentlich bei jedem zweiten, halt bei pro Bar, circa zwei Sachen weit. So, Abstimmung, Besteuerung. Die Besteuerung kriegen wir auch durch. Das ist gut, weil wir so weit im Minus waren. Das bedeutet, wir hätten jetzt schon 600.000. Halt bei guten Monaten wahrscheinlich ewig viel. Die Grünen will einen alten Wald vor den Toren für Heißeshafen unter Naturschutz stellen. Die Partei hat viele ihre Anliegen unterstützt und bittet sie nun Schirmherr der Kampagne. Sie kommen im Ehrensuchen nach. Machen wir doch kein Problem. Einen toten Wald können wir immer unter Naturschutz stellen. So 300.000, jetzt sollten wir auf 600.000 drauf gehen. Aber nicht mehr ins Minus fallen normalerweise. So, die Delegation ist zurück. Das bedeutet, sie geht jetzt nach Shanghai. 15, Elektronik nichts, 20, 11, 57 Textilien. Wir regen die Menschenrechte an. So, perfekt. Und wir kommen schon langsam. Es mühsam hört, ernährt sich das Eichhörnchen, würde ich jetzt mal sagen. Kommen wir zumindest von den 30 Millionen weg, wo wir waren. Natürlich hat da viel damit zu tun,
weil wir jetzt so viel Steuern gemacht haben. Und ich schätze auch, dass wir dadurch noch mehr irgendwann werden wir halt irgendwann anstehen halt. Ich glaube nicht, dass wir das so schön durchbekommen, wie wir das geglaubt haben. Wir sind jetzt bei 50.000 Einwohner. Keine Ahnung. Die nächsten Dinge, was ich jetzt machen will, wird sein, die ganzen Gebiete auf maximale Bevölkerung Dingsbums abzugraden und somit irgendwie noch mehr Bevölkerung anzusehen und somit mehr Einnahmen haben. Hiermit wird der Antrag gestellt, das Gericht Arbeitnehmer begünstigen sollen, da sie gegenüber ja, machen wir. Der Arbeiter soll Recht auf Streiks haben. So, liebe Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, im nächsten Part kommen wir dann ins Plus. Wir haben ja heute ein paar Weichen gestellt dafür. Und ich glaube, das sollten wir schaffen. Wir sind jetzt bei 50 Millionen, 50.000 Bevölkerung. Wir sollten eigentlich ein bisschen mehr Industriegebiete haben. Das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie man das genau machen sollte. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht bei Urban Empire. Und hoffentlich geht es in Kaisershafen weiterhin bergauf. Bis dann. Tschüss.